Hey Leute, willkommen zu einem weiteren Hundevlog. Ja, ich habe keine Ahnung, wie viel Hundevlog das ist. Aber es ist jetzt ungefähr eine Woche her zu dem letzten Hundevlog und die Hunde sind logischerweise in der einen Woche so gut wie gar nicht gewachsen. Die sind aber immer noch mega cute und ich habe super viele Sachen mit den Hunden wieder geplant. Ja, ja. Oh. Ui, oh, wie süß. Wo sind die anderen Hunde, hä? Ja, ja, wir gehen gleich raus, okay? Aber bevor wir rausgehen, eine kleine Sache. Und zwar habe ich einen Karton bekommen und ich weiß schon so ungefähr, was drin ist. Und die Hunde dürfen sie jetzt auspacken. Okay, Hunde. Ihr wisst nicht, was drin ist? Ich weiß es schon. Nein, 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 ey, nicht. Ey, okay, stopp, 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 stopp. Okay, das ist zu viel, das ist zu viel. Ey, nein, nein, nein. Scheiße, Leute, 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 Leute. Halt, stopp, stopp, stopp. Okay, Pause, Pause, Pause. Okay, ich habe die Sachen ausgepackt. Es ist ein Mops. Ja, vom Mutwurst. Leute, wir will's haben. Zerfetzt ist. Ja. Haha, hier ist aber noch was drin. Noch ein Dino. Und noch was von Fufu. Zerfetzt ist. Und noch was von Fufu. Zerfetzt die. Die wollen alle nur den Mops haben. Oh Junge, nein! Der arme Mops! No! Der arme Mops wird zerfetzt! Der arme... Oh, ich hätte den Stick abmachen sollen! Nein, 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 nein! Aus, wartet! Ah! Scheiße! Gönnt! Scheiße, die hauen ab! Wartet, ich muss die Dinge abmachen! Okay! Und ganz kurz, stopp! Zerfetzen, zerfetzen! Perfekt. Okay, jetzt wollte ich euch ganz kurz zeigen. Ich dachte, es ist witzig, ja. Die haben das kurz zerfetzt. Stark! Ich habe heute geplant, dass wir was mit der Drohne filmen. Ja, wir machen das aber später. By the way, es kommt demnächst, ich wollte es mal ganz kurz angemerkt haben, demnächst kommt ein neues Kuscheltier raus und dazu mache ich auch Autogrammkarten. Ich denke mal, ihr wisst schon, ja, was, um was für ein Kuscheltier es geht. Das werdet ihr dann sehen. Kommt auf jeden Fall demnächst und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu Fressnapf kurz und danach machen wir was mit der Drohne. Oh Gott, wenn das Fufu sieht, das Video, er wird mich umbringen. Oh no, no. Oh no. Okay, wir gehen erstmal zu Fressnapf. Wow. Kommt, Babaus. So, wir gehen jetzt mit Muki und Sarabi zu Fressnapf. Ja, Fressnapf, Fressnapf. Sarabi. Hi. Ja, oh, wir gehen rein! Rein, rein, rein! Treffen sich! Rein da! Los! Ihr müsst hier reinkommen! Komm! Ja, das macht ihr super! Von beiden Seiten! Perfekt, Leute! Ich habe mir jetzt erstmal einen Hund genommen. Sarabi, machen so, okay? Das, was du anschnupperst, das darfst du behalten. Was riechst du? Oh, hier gibt's. Oh Gott! Da gibt's vor die Auswahl an Essen, Alter! Sarabi nicht selber bedienen, ne? Wovor hast du Angst? Oh, sie hat voll Angst. Sarabi, Bibi. Was willst du haben? So einen? Willst du so einen haben? Sollen wir die einen mitnehmen oder willst du die einfach so einnehmen? Ich glaube, einfach so nehmen ist, glaube ich, nicht erlaubt. Okay, willst du hiervon noch was haben? Die Brezel. Nein, noch nicht. Knochen? Knochen? Irgendwas? Jetzt Brezel, jetzt aber, komm. Eine Zimtsnecke. Oh mein Gott, willst du einen Snack haben? Dass die so aus, als würdest du einen Snacker haben, ne? Du leckst es ja schon an, das müssen wir was mitnehmen, Alter. Hallo, ja, ist okay, wir nehmen die mit. Gut, das Simpson-Ding gibt's auch noch. Nice. Ja, das nimmt man schon, glaube ich, auch mit. Alles, was die Hunde betatschen oder berühren, das sieht gemütlich aus. Nehmen wir auch mit. Okay, anderer Hund jetzt. Jetzt, Mucki, komm her, du musst Spielzeug aussuchen, okay? Sarabi hat das Essen ausgesucht und du das Spielzeug jetzt. Viel Spaß. Hier ist die Abteilung. Guck sie dir an. Du guckst, Hund? Da. Guck, Spielzeugabteilung. Hör mir zu, hör mir zu, hör mir zu. Du musst jetzt ein Spielzeug aussuchen, okay? Was meinst du, das hier mitnehmen? Nee. Was? Oh. Ja, ja, doch. Interesse ist... Ah. Komm, sowas braucht man auch immer. Sowas braucht man immer, ein Chicken. Oh, 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 ja. Sarabi kommt. Ja, ich glaube, das können wir mitnehmen. Ja? Ja, Sarabi hat Interesse. Sarabi hat Interesse. Die freut sich, die will es haben. Nimm noch Babys. Babys, nimm noch Babys. Mogi ist voll an. Ja, Teenager, genau. Oh Gott, Bobo. Ich hab gerne Teenager. Guck mal, gleich Jung und Mädchen. Ui. Hallo. Ja, das war's, Gigi. Mogi bist hier.
Du kannst so unsicher sein. Okay, Leute, sind zurück vom Fressnapf. Drohne ist ready. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch die Welpen. Aber wir testen ganz kurz einmal so, ob die auch funktioniert, okay? Start the engine, please. Sheesh! Okay, sie funktioniert. Ich glaube, wir können die Welpen holen. Okay, wir haben unser erstes Testobjekt. Es ist hier vorne, es ist Simba. Die Drohne kommt langsam auf uns zu. Was wird Simba machen? Simba, was ist dein Plan? Simba, erzähl uns von deinem Plan. Oh, er ist weg! Jungs, was ist los? Ja, Simba fühlt sich sicher bei mir, habe ich das Gefühl. Merkst du den Wind, Simba? Merkst du den Wind? Okay, holen wir uns das nächste Testobjekt. Ich würde sagen, wir holen Nala. Nala ist bestimmt gut. Okay, Nala, wie reagierst du? Was ist dein Plan? Oh, Kampfstellung. Kampfstellung, Nala. Kein Bock? Ich hab dich, Bibi. Gute Nala. Oh, sie versteckt sich. Wo ist sie hin? Ach, da. Oh, sie geht wieder rein. Und da kommt sie wieder raus. Okay, holen wir einen anderen Hund. Welcher Welpe, glaubt ihr, hat am meisten Angst? Schreibt doch bitte in die Kommentare. Welcher von den Welpen hat am meisten Angst? Weil Nala und Simba ging eigentlich voll. Die hatten nicht wirklich Angst. Also ein bisschen schon. Okay, ich habe Sarabi mit dem schlechtesten Track ever reingelegt. Die denkt, ich habe Leckerlis in der Hand. Habe ich zwar nicht, aber egal. Tut mir leid, ich habe dich verarscht. Und da hinten kommt die Drohne. Hast du Angst? Oh ja, sie hat Angst. Ja. Da merkt man direkt, dass sie Angst hat. Sie wird direkt rein. Sie hat gar keinen Bock darauf. Okay, nächster Hund ist Kubu. Diesmal habe ich wirklich Leckerlis in der Hand. Haha. Komm, Kubu. Ich glaube, es juckt ihn gar nicht. Ich glaube, er bemerkt die Drohne nicht. Ich werfe ihn mal da in die Richtung. Okay. Oh, haha. Was ist da, Kubu? Und er ist weg. Danke, dass du auf dem Rasen gepinkelt hast. Vielen Dank. Hier, Chiara. Komm, sie schafft das. Sei tapfer, Chiara. Sei tapfer. Was wollen die von mir? Warum ist da eine Drohne? Ich glaube, die wissen nicht genau, wie sie reagieren sollen. Kann das sein? Oh, okay. Mal sitz. Ich bin da. Okay, sie läuft weg. Moki, hast du Angst vor der Drohne? Es juckt ihn halt einfach maximal nicht. Guck mal, wie kann man so... Was kann man... Hä? Was ist denn los mit dir? Er freut sich einfach. Ich merke den Wind. Hallo, was ist denn das hier? Okay, geh mal hin, sagt der Drohne mal hallo. Was ist das? Hä? Jetzt auf einmal hast du Angst? Komm her. Was ist da, hä? Auf einmal hast du Angst, oder was? Auf einmal hast du Angst? Das ist, das gibt gar keinen Sinn. Okay, Drohne ist aus. Mal gucken. Du hast ja eben keine Angst, ne? Und jetzt? Hast du jetzt Angst? Nee, jetzt juckt sie nicht mehr. Mann! Okay, wir sind jetzt von Drohne-Dings wieder reingegangen und ich habe hier wieder voll viel vorbereitet für die Runde und sogar... Die hören das! Okay, ich würde sagen, wir lassen die Hunde jetzt rein. Let's go! Fehlt da nicht ein Hund? Da fehlen welche! Was wollt ihr haben? Holy shit! Ja, Simba, es war ja klar, Simba, dass du wieder das Dickste von allen haben willst. Junge, das habt ihr, glaube ich, verdient nach den ganzen Qualen mit mir. Ne? Wir werden gleich noch mit Chiara einen Shot machen. Wir werden zum Feld hochgehen und ja. Weil das wollte ich eigentlich die letzten Tage schon machen, aber kam ich nicht dazu. Hat nicht ganz funktioniert. Und dann, ja, genau. Perfekt. Gehen wir jetzt mit Chiara raus. Ja! Yeah.
Gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Ich würde sagen, hier können wir die schöne Szene jetzt machen. Leute, ich würde sagen, Film ab mit der König der Löwen-Szene. Recreated 3 Jahre später. Perfekt. Okay, es tut mir leid. Hast du gut gemacht. Wir haben die Szene recreated, Leute. Fandet ihr sie gut? Die gab es ja früher schon mal vor 4 Jahren, glaube ich sogar. Oder 3 Jahren, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Leute, wenn euch der Hundevlog gefallen hat, lasst gerne eine Foto nach oben da. Rechts kommt ihr, by the way, oder links kommt ihr zum letzten Hundevlog. Und auf der anderen Seite könnt ihr einfach mal 3 Kanäle abonnieren. Und ich würde sagen, das war's mit dem Hundevlog und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das ist eine Kamera. Das ist eine Kamera. Ist das eine Kamera, Chiara? Oh, ich meine, die arme Chiara, so guckt.